Gemeinsam statt einsam. Bremen, Alternativwohnen im Alter. Deutschlands berühmteste Alters-WG. Pflegewohnung für Immigrantinnen aus dem Süden. 55 plus, ein Pilotprojekt in Zürich. Und in Swissmade, der Paradiesgarten. Das einst so verrufene Viertel am Steintor ist heute eines der lebendigsten Quartiere der Hansestadt Bremen. Hier leben junge Leute und Familien mit Kindern und mitten unter ihnen alte Menschen. Denn in Bremen werden keine isolierten Altersheime mehr gebaut, sondern nur noch alternative Modelle. Wie das sogenannte Haus im Viertel, das zur Bremer Heimstiftung gehört. Die Wohnhäuser mit 84 Wohnungen fügen sich diskret ins Viertel. Rund 100 Personen zwischen 70 und 95 leben hier. Fast alles sind Frauen. Ursula Schnell, die Leiterin, ist Managerin, Beraterin und Motivatorin und beliebt bei allen Bewohnerinnen. Die Wohnungen für ein bis zwei Personen kosten mit Grundservice 750 bis 1100 Euro. Angegliedert sind ein Pflegezentrum, eine Wohngemeinschaft für Demenzkranke, ein Kindergarten und ein Restaurant. Das Restaurant ist das Herzstück des Hauses im Viertel. Hier treffen sich Bewohnerinnen zum Essen oder zu Kaffeenachmittagen. Sie leben in eigenen Wohnungen, werden wenn nötig betreut, helfen sich aber gegenseitig und können so länger selbstständig bleiben. Das Konzept des Hauses ist, dass die Menschen, es sind ja alte Menschen, selbstständig wohnen, selbstbestimmt leben können, und zwar in ihrer selbstdefinierten Würde. Die ist ja bei jedem Menschen, das wird ja unterschiedlich empfunden. Und es haben sich im Laufe der Jahre gute Nachbarschaften entwickelt. Und es war mir vor 11 Jahren selbst gar nicht so deutlich, welche Chancen sind, wenn die Menschen Räume bekommen, die sie füllen können. Jede Wohnung hat einen Balkon oder Sitzplatz. Spazierwege fördern Begegnungen im Alltag. Bitte? Wie heißt der? Die Diener. Peter. Geh mal dahin. Komm her zu mir. Komm mal her zu mir. Komm. Susanne Schaub, 95, ist vor 8 Jahren hier eingezogen. Ist kein Happy da. Da ist nee, da liegt schon. So, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ja, wünschen wir Ihnen auch. Danke. So. Ich war alleine und man hat doch, wenn man älter wird, immer mal ein kleines Gebrechen, nicht? Und dann war es so anstrengend, meine Kinder zu holen oder was, eben, dass ich Hilfe brauchte, nicht? Und das war auch eben das zufällig frei geworden. Und da hat meine Tochter mich geholt und sagte, guck dir das mal an. Und ich weiß nur, ich habe dann mitten im Zimmer auf einem Stuhl gesessen. Und habe geguckt und habe gesagt, ja, ihr werdet euch wundern, aber ich ziehe hier ein. Viele Hausbewohner sind nach Bremen gezogen, weil ihre Kinder hier leben. So haben sie mehr Kontakt zu ihnen. Der Umzug ist auch im hohen Alter noch möglich. Der ehemalige Fernmeldetechniker Hans Richter ist über 90 Jahre alt und wohnt seit 6 Jahren hier. Als meine Frau gestorben ist, bin ich hierher gezogen, weil meine Kinder hier sind. Und seitdem bin ich dann halt hier in diesem Heim. Das ist wirklich sehr gut. Hier das Wohnen, es ist einmal angenehm und die ganze Atmosphäre ist sehr nett. Das macht eigentlich viel aus, denn es sind ja doch die letzten Jahre, die man verlebt. Und da kann man froh sein, wenn das so gut läuft. Oh, Sie sind wieder so fleißig. Das ist ja total nett, dass Sie das immer reinmachen. Aber das müssen Sie nicht. Das wissen Sie nicht. Sie haben es mir oft gesagt, aber ich sage Ihnen, ja, gönnen Sie mir das. Ich habe immer einen guten Zucker. Oh, das ja. Ist also zur Gesundheitsförderung. Ja, ja, oh, vielen Dank. Und wenn es nicht geht, dann sagen Sie das, ne? Ganz klar. Würde ich mich melden. Ich habe ja einen Mund. Ich kann ja reden. Ja, prima. Nicht? Ja. Vielen, vielen Dank. Alma Schnaas räumt freiwillig die leeren Mülltonnen weg. In einem traditionellen Altersheim wäre diese Szene kaum möglich. Ich laufe schon mit offenen Ohren immer wieder durchs Haus und versuche, ich sammle ganz viele Informationen. Also wenn ich im Nebensatz höre, dass eine Mieterin hier sagt, oh, sie hatte eine Parzelle und hätte gerne ein bisschen Land, dann sage ich sofort, ja, da unten ist ein Stück. Oder, also viele Gruppen sind dann dadurch natürlich auch entstanden, dass jemand eine Idee hatte und dann machen wir Mut und dann fragen wir nach und haben sie Lust und unterstützen das dann.
Aus einer solchen Idee ist der Verkehrsgarten für die Kinder des Montessori-Kindergartens entstanden. Der ehemalige Ingenieur Horst Bertuleit hat für die Kinder diese Schilder konstruiert. Es ist wieder gelb für euch und jetzt ist grün. Jetzt könnt ihr losfahren. Das ist ein Vergnügen. Das sind alles meine Kinder. Also die parieren bei mir sehr gut. Wenn ich morgens in so einen Kreis reinkomme, dann sage ich, guten Morgen, liebe Kinder. Und dann sage ich, jetzt müsst ihr sagen, guten Morgen, Herr Bertuleit. Gut, dann probieren wir es noch mal. Guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen, Herr Bertuleit. Sage ich, höre schlecht, ihr müsst das noch lauter sagen. Und dann machen wir das noch mal. Und das macht denen ja allein das schon. Macht ihnen so viel Spaß. Und die sind immer ganz still, wenn ich was erzähle. Und muss dann auch Weihnachtsgeschichten erzählen. Und wir haben auch mit Tonen gearbeitet. Und ja. Geradeaus und hier abbiegen. Da ist die Ampel. Und hier sind ja die Schilder. Bin vielleicht selbst wieder kindlich geworden, dass ich viel Sinn für Kinder habe. Alte Menschen und Kinder sollen Kontakt haben. Das gehört zum Konzept der Bremer Heimstiftung. Na. Der Vorsitzende der Stiftung besucht das Haus im Viertel gern. Wir als Heimstiftung haben 25 Standorte in Bremen und experimentieren immer auch und sagen, welche Settings sind eigentlich die wirklich im demografischen Wandel A, die Generationen wieder zusammenführen statt auseinander, die zweitens verhindern, dass wir alte Menschen kasernieren. Ich sage dann immer, also lieber im Quartier als auf der grünen Wiese, lieber in einem Netzwerk als unter einer Heimkäseglocke. Und so entsteht dann sowas wie das Haus im Viertel, wo klar ist, wo alte Menschen sind, selbst wenn sie alt und pflegebedürftig sind. Da müssen auch Kinder sein. Und wo Menschen zusammenkommen, da muss auch Kultur sein. Und da muss Begegnung herrschen. Und wir müssen wegkommen von diesen künstlich konstruierten Welten. Im Bremer Haus im Viertel hat man keine Berührungsängste. Einer der gemeinschaftlichen Räume ist an eine Gruppe von Buddhisten vermietet, die gute Nachbarschaft halten. Zahlreiche Aktivitäten beleben den Alltag, ob Gymnastik, Yoga, Gedächtnistraining oder Literaturclub. Diese Gruppen werden von den Bewohnerinnen gegründet und wechseln je nach Bedürfnis. Von hier aus gesehen so beschreiben. Im Literaturclub wird gerade Siegfried Lenz gelesen. Posten Ruckbühl nacheinander zur Kenntnis genommen. Hatte ich zu Hause alles, die Bücher. Alles bevor ich umgezogen bin, weil ich auch nicht mehr lesen kann, weil ich nichts mehr sehen kann. Alles entsorgt. Schade, ja. Da habe ich gedacht, wieso haben wir das nicht gehabt? Nee, geht ja nicht. Lenz ist mein Jahrgang, 26. Ja. Können wir ja nicht in der Schule gehabt haben. Es gibt noch weitere Alterswohnmodelle mit Zukunft in Bremen. Man kann das Haus hier ganz schön erkennen, dass es nämlich größer ist als vorhin. Also ich soll dir mithelfen. In Deutschlands berühmtester Alterswohngemeinschaft lebt der ehemalige Bremer Bürgermeister Henning Scherf. Er bewohnt mit seiner Frau und Freunden ein großes Haus in der Innenstadt, in eigenen Wohnungen, mit gemeinsamem Garten und einem gemeinsamen Auto. Kann sie sich auch nicht so profilieren. Seine Bücher über das Altwerden sind Bestseller. Altwerden ist normal, also muss in dieser Normalität alles möglich sein. Wir haben keinen Stereotyp mehr. Wir wollen die Alten nicht in eine Schublade schieben und sagen, so, jetzt seid ihr ruhig und jetzt kriegt ihr noch was zu essen und ihr werdet versorgt, aber bitte dir keinen Mund aufmachen und nicht mehr dich einmischen, sondern in die Schublade. Also dieses Klassische, die Alten wegzusperren, in Ruhe zu lassen. Kennen Sie in der Schweiz auch dieses Wort von Ruhestand? Das finde ich furchtbar.
Ruhe, ich will nicht in Ruhe gestellt werden. Ich will mittendrin bleiben. Tanznachmittag im Zürcher Quartier Albisrieden für die Bewohnerinnen und Bewohner von verschiedenen Pflegewohnungen und ihre Betreuerinnen. Die Stiftung Alterswohnen in Albisrieden führt mehrere Pflegewohnungen. Das ist meine Mutti. Il mio marito è questo. Che bello. Die Oasi ist eine Alterswohngemeinschaft für Immigrantinnen aus Italien und Spanien. Auch wenn sie fast ihr ganzes Leben in der Schweiz verbracht haben, können sie manchmal nicht gut Deutsch. Die Betreuerinnen verstehen sie. Im Leben gibt es Schönes und Hässliches. Und auch das muss man akzeptieren. Man isst hier gut, italienisch, das ist schön. Große Schritte machen, Frau Dünnenberges. Das Wichtigste bei den Pflegewohnungen ist, dass man sich am bisherigen gelebten Alltag orientiert. Also, dass es in einem ähnlichen Wohnumfeld ist wie die bisherige Wohnung, dass man nicht vom Defizit hergeht, also Defizit im Sinn von, man muss in eine Pflegeinstitution, weil man nicht mehr selbstständig wohnen kann. Und deshalb soll das Umfeld, das Wohnumfeld möglichst Wohncharakter behalten und der Alltag eben auch, weil das fürs Wohlbefinden der einzelnen Bewohnerin ganz zentral wichtig ist. Die 7 bis 9 Bewohnerinnen der Pflegewohnungen werden individuell und in familienähnlichem Rahmen während 24 Stunden betreut. Pflegewohnungen sind flexibel und können ohne große Investitionskosten eingerichtet werden. Deshalb sind die Kosten nicht teurer als in einem Heim. Arrivederci, buon riposo. Sì, buon riposo. Grazie. Der Sohn ruft aus Spanien an. Hallo, Fabricatore. Kannst du mich später anrufen? Das Fernsehen ist gerade bei mir. Va bene. Ciao, 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 Mike, ciao. Mein Sohn will, dass ich nach Spanien komme. Er denkt nicht an mein Alter. Ich kann das nicht riskieren. Ich habe das Gleichgewicht verloren. Der Kopf funktioniert nicht mehr. Ich habe mein Leben gelebt. Jetzt sind die Jungen dran. Ich kann nicht verlangen, dass sie bei mir bleiben. Ich bin an die Schweiz gewöhnt. Ich kam als junges Mädchen hierher. Ich fühle mich als Schweizerin. Hier ist meine zweite Heimat. Etwas vom Wichtigsten in der Oase ist das Essen. Diese Frauen haben ihr Leben lang gut gekocht. Es ist eine Mittelmeerküche. Und auch der Wein gehört dazu. Wer Lust hat, kann sich am Haushalt beteiligen. Viele lassen sich aber auch gerne bedienen. Dass die Italienerinnen und Spanierinnen hier mit Menschen der gleichen Kultur leben, kann den erneuten Kulturschock vermeiden, der sie in einem schweizerischen Altersheim treffen würde. Obwohl sie sich meistens wünschen, das Alter in ihrer Heimat zu verbringen,
bleiben sie oft in der Schweiz, weil ihre Kinder und Enkel hier sind. Die Familienangehörigen können jederzeit zu Besuch kommen. Trotzdem haben die Frauen Sehnsucht nach der Heimat. Ganz viele Frauen hier leiden ein bisschen darunter, dass ihr Traum zurück nach Italien sich doch nicht verwirklichen lässt. Und ja, dass sie jetzt ihr Ende dann hier in der Schweiz haben, weil halt auch die Familien hier sind, die Enkel, die Verwandten. Sie sind hier zu Hause und doch nicht ganz zu Hause. Trotz südländischer Fröhlichkeit spüren Immigrantinnen die Zerrissenheit zwischen Heimat und Fremde immer deutlicher, wenn sie älter werden. Ich bin immer ans Meer gegangen. Ich hatte eine Wohnung gekauft bei Lignano und ging mit meinen Kindern dorthin. Und dort sagten sie, bleib doch hier. Warum willst du wieder weg? Vieni qui, stai qui, perché vuoi andare, così qua, in Svizzera. Wie sollte ich das machen? Nach so vielen Jahren in der Schweiz ist es schwierig, zurückzukehren. Quando hai tanti anni, è un po' difficile ritornare. Io pensare sempre. In der Oasi können die Frauen ihre Sorgen in ihrer eigenen Sprache ausdrücken. Der Umzug im Alter ist nie einfach. Pflegewohnungen im Quartier, in der Nähe der Familie und der gewohnten nachbarschaftlichen Kontakte sind nicht nur für Immigranten, sondern allgemein eine gute Lösung für alte Menschen, die nicht mehr alleine leben können. Super. Die Schweizerische Wohnbaugenossenschaft ABZ hat beim Bau einer neuen Wohnsiedlung in Zürich das Pilotprojekt 55 Plus gestartet. Hier leben 50 Leute in 34 preisgünstigen Zwei- und Dreizimmerwohnungen. Sie kosten rund 1000 Franken weniger Monatsmiete als vergleichbare Wohnungen auf dem freien Markt. Das Projekt existiert erst seit 2 Jahren. Die Leute haben sich aber schon gefunden, zum Beispiel beim gemeinsamen Walking. Es gehört zum Konzept, dass die Bewohnerinnen und Bewohner untereinander Kontakt haben. Sie haben sich auch verpflichtet, jede Woche einige Stunden etwas zur Gemeinschaft beizutragen. Martina Ullmann von der ABZ betreut das Projekt. Bei der Besetzung der Wohnungen achtete sie darauf, dass die Bewohner zusammenpassen. Wir haben uns mit Wohnen im Alter beschäftigt, weil die Menschen werden immer älter und sie möchten gerne in den eigenen 4 Wänden bleiben. Und dazu kommt jetzt in der ABZ, dass wir grundsätzlich gemeinschaftlich orientierte Wohnformen fördern wollen. Und die sollen auch unterschiedlich sein, weil die Bedürfnisse sind auch unterschiedlich, die die Menschen haben. Und dann hat sich auch hier dieses Bauprojekt ergeben. Und wir dachten, das ist eine ideale Ausgangssituation. Wir nutzen diese Chancen und starten ein Pilotprojekt, diese Hausgemeinschaft 55+. Weil ihre Tochter mit den Kindern in der Nähe lebt, aber auch wegen der schönen Wohnungen und weil das Konzept sie überzeugte, sind Trudi und Hans Weibel hierher gezogen. Unsere beiden Mütter waren die letzten Jahre im Altersheim. Und wir haben sie dort viel besucht, beide Mütter. Und jedes Mal waren 10 Personen an einer Reihe und wurde nichts gesprochen. Und wir probierten, das ein Stück weit zu umgehen. Wie weit das gelingt, wissen wir nicht. Wir haben auch kein Altersproblem. Ich sage immer, es kann alte 60er geben und es kann junge 80er geben. Ja, es ist wahr. Und ich glaube, es können ja nicht alle Menschen auf den Mensch zugehen. Und ich sage immer, wer das Geschenk bekommen hat, der muss das machen.
Wer hier wohnen will, muss sich ein paar Stunden pro Woche für die Gemeinschaft engagieren. Trudi und Hans Weibel haben im Eingangsfoyer eine Leihbibliothek aufgebaut. Sali miteinander. Nein, nicht. Sali miteinander. Wir sind schon gestört. Eine andere Gruppe betreut den Computerraum und hilft Anfängern beim Umgang mit dem Computer. Das Gästezimmer steht allen im Haus für Gäste zur Verfügung. Eine Bewohnerin, sie ist Mitglied der Hauskommission, kümmert sich darum, dass alles klappt. Die Hauskommission wird von den Bewohnern für ein Jahr gewählt. Alice Stingelin ist für die Integration zuständig. Auch da wieder, ich würde sagen, es muss da Tandelichter auf den Tisch. Und nach der, wenn das kommt, dann zur Abstimmung. Jedes von diesen 50 hat ein Leben hinter sich, hat einen eigenen Rucksack, den es mitbringt. Und den kann man nicht mehr ändern. Der ist einfach so da. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, das immer wieder zu respektieren und zu akzeptieren. Es ist viel Arbeit dahinter, dass man das kann. Es ist nicht ganz einfach. Aber es tut sicher auch gut. Man bleibt wach damit. Ja. Die Selbstorganisation funktioniert gut. Es gibt einfach Leute, die ein bisschen mehr Distanz haben, aber im Großen und Ganzen ist sehr, sehr gut. Wir sind etwa 50 Leute da und nach 2 Jahren hat noch niemand Krach. Das ist eben schon gut, weil wir müssen Kontakt haben, oder? Das gehört dazu. Und ich finde das sehr gut für Alleinstehende, weil sie haben sofort Kontakt gehabt und sie machen jetzt ziemlich viel zusammen, oder? Sie sind nicht mehr so einsam wie in einem normalen Wohnhaus, oder? Oft wird man vom Alter überrumpelt und muss sich dann zu schnell mit einer Lösung zufrieden geben. Die Leute von 55 plus haben sich frühzeitig entschieden und können ihr Umfeld aktiv gestalten. Auch im Hinblick auf später, wenn sie einmal nicht mehr so unabhängig sind. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet. Die Perspektiven sind zuversichtlich für uns. Und ich denke, dass wir dieses Modell, ja, dass wir das auch in anderen Siedlungen, in anderen Quartieren, sofern das möglich ist, dann auch gerne realisieren möchten. Also man sieht, dass genossenschaftlich Wohnen oder Wohnen in dieser Hausgemeinschaft im Alter, das hat einen sozialen Mehrwert und ich denke, das hat Zukunft. Auch im Bremer Haus im Viertel ist Nachbarschaftshilfe wichtig. Abgesehen vom sozialen Kontakt wird dadurch die professionelle Betreuung verzögert. Das verringert die Kosten für die Allgemeinheit. Aber es kommt die Zeit, wo es ohne professionelle Hilfe nicht mehr geht. Dafür ist im Haus im Viertel vorgesorgt. Hallo, Frau Janssen. Hallo, Frau Eiders. Guten Tag. Guten Tag. Setzen. Frau Janssen braucht eine Haushaltshilfe. Sie kann sich an die Beratungsstelle wenden. Die Beraterin ist im Haus. Wenn jemand eine höhere Pflegestufe braucht, steht Tag und Nacht ein Team zur Verfügung. Die Einweisung in ein Pflegeheim lässt sich aber nicht immer vermeiden. Auch dort sind glücklicherweise Reformen im Gang. Es ist ja auch gut so, dass mittlerweile auch in den Heimen was passiert. Also, dass da neue Ansätze sind und dieses Sitzen auf den langen Gängen, wie man das manchmal so sieht. Und die Menschen haben überhaupt keine Aufgabe und sie warten eigentlich nur noch darauf, dass sie irgendwann sterben. Das ist ja auch deprimierend. Und es ist gut, dass sich da sehr viel bewegt. Die Pflege, die Susanne Schaub braucht, hat ihre Tochter übernommen. Susanne Schaub hat vor einigen Jahren zu malen begonnen. Das war, als sie hintereinander 5 liebe Menschen, darunter ihren Sohn, verlor. Das Malen half ihr. Wer dachte früher, dass man mal 95 Jahre alt wird, nicht? Das war ja also. Das hätte ich selber nicht gedacht, nicht? Ja. Aber jetzt möchte ich auch noch ein bisschen da sein.
möchte ich noch nicht Abschied nehmen. Also jetzt möchte ich doch noch ein bisschen was erleben und noch ein bisschen hier sein, weil es hier so schön ist. Sie haben ihm herzlich bedient. Ich? Sie haben Karo 8 gespielt. Ich habe nicht bedient, weil und ich keinen habe. Und hinterher haben Sie... Nee. Ach so, nix. Mein Fehler da. Entschuldigt. Hm. Was war das jetzt? Du hast eben 2 abgeworfen. 8. Ob jemand für sich malt oder lieber in einer Gruppe Skat spielt, wichtig ist es, auf irgendeine Art aktiv zu bleiben. Da wieder weiter. Ich kann, wenn ich sozial aktiv bin, interaktiv bin, kann ich was für meinen Kopf tun, was für meine Vitalität tun. Das ist besser, als sich in der Apotheke Psychopharmaka zu kaufen. Sich Anregungen zu holen, indem man in den Kindergarten geht oder in die Grundschule geht oder in die Schule geht und mit den Kindern was Vernünftiges macht, liest, redet, im Garten arbeitet, Ausflüge macht. Das kann man mit 70, 75 natürlich machen, das ist doch toll. Und ist am Schluss, am Abend müde und glücklich. Kann dann besser einschlafen, als wenn man nichts gemacht hätte. Braucht keine Schlaftabletten, sondern ist selber vital. Nachmittagsausflug an die Weserpromenade. Die beiden Frauen haben sich im Haus im Viertel kennengelernt und helfen sich gegenseitig. Im Alter neue Freundschaften zu knüpfen, ist etwas Wundervolles. Was dann los ist, was? Also ich muss ehrlich sagen, nach den ersten 3 Wochen fühlte ich mich schon wie zu Hause. Und das ist ja nicht so einfach sonst, ne? Alles liegen zu lassen und wieder woanders hinzugehen. Nee, also ich habe das auch nicht bereut. Das ist sehr schön. Das bereut bei uns keiner, der da wohnt, nicht? Nein. Dass er da ist. So schön ist das da. Ist wirklich wahr. Jeder ist für jeden da. Jeder hilft jeden. Und Frau Schnelf, die sind alle wunderbar. Ui, Alarm. Fotoausstellung in den Gängen. Die Fotografin ist eine Bewohnerin, die mit ihrem Mann während Jahren zur See gefahren ist. Sie ist mit noch nicht 70 eine der Jüngsten hier. Mein Mann war sehr krank, hatte Krebs. Und er ist vor fast 2 Jahren jetzt, wie wir hier sagen, hat er seine letzte Reise angetreten. Und ich habe danach mich nicht nur von ihm verabschiedet, sondern von vielen Dingen, die mir wichtig und lieb waren, und habe mich entschlossen, hierher zu kommen, wo ganz andere Bedingungen sind als bisher. Und es ist praktisch ein ganz, ganz neuer Lebensabschnitt. Und ich denke, für mich war es genau die richtige Lösung. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Lösung. Lösung von dem Alten. Ja. Das Alter ist eine Herausforderung, das ist nichts für Feiglinge. Also alt zu werden, das ist ganz schwierig. Das können wir auch gar nicht begreifen, was es heißt, wenn die Augen nicht nachlassen, wenn die Ohren nachlassen. Und es ist nicht wie so in einer Krankheit, dass es hinterher wieder hergestellt wird, sondern es geht verloren. Und zu merken, die Kräfte lassen nach. Also das ist eine ganz, ganz schwere Zeit, das Alter. Und das zu bewältigen, da braucht man wirklich, denke ich, schon eine Umgebung, in der man sich sicher fühlt, in der man wahrgenommen wird und in der man aber auch so sein kann, wie man ist. Sind meine Hoffnungsträger. Sag ich, guck mal, wenn ihr euch vernünftig ernährt, wenn ihr vernünftig trinkt, wenn ihr euch vernünftig bewegt, dann könnt ihr ganz alt werden und dann könnt ihr was machen aus eurem Leben. Ihr könnt dann wirklich euch mit euren Talenten, mit euren Begabungen, mit euren Neigungen, könnt euch da wirklich entfalten.
Stellt euch bloß nicht in die Ecke oder lasst euch schon gar nicht abschieben. Ruhestand, das ist was für Zyniker. Wir wollen im Leben bleiben. Sie sahen Gemeinsam statt einsam. Der Paradiesgarten, gleich in Swissmade. Teufen im Appenzellerland mit Blick auf den Sentis liegt ein wundervoller Naturgarten. Es ist der Garten des schweizerischen Naturheilkundepioniers Alfred Vogel, der den roten Sonnenhut oder Echinacea aus Amerika brachte. Eine Heilpflanze, die das Immunsystem stärkt. In diesem Garten, als wir hier angekommen sind, hat es genau eine Pflanze gehabt, Echinacea, den roten Sonnenhut. Mittlerweile hat es in diesem Garten etwa 120 verschiedene Heilpflanzen, alte Obst- und Gemüsesorten, die wir pflegen. Und dieser Garten wird von Tausenden von Menschen jedes Jahr besucht. Remo Vetter und seine irische Frau Frances haben den Garten von Alfred Vogel übernommen und pflegen ihn auf natürliche Art, ohne chemische Dünger oder Insektengifte, aber mit Kompost und pflanzlichen Stärkungsmitteln und mit Hilfe von Nützlingen. Das ist einfach der pure Luxus, wenn du so eine frische Gurke kannst pflücken und gerade essen. Sag nicht. Gemüse, Früchte und Kräuter gedeihen prächtig. Man sieht hier auch Pflanzen in Blüte, die normalerweise vorher geerntet werden. Wie Fenchel, Koriander, Basilikum oder Pfefferminze. Wir lassen die Pflanzen auch den ganzen Zyklus gehen. Das ist eines unserer Rezepte. Wir schneiden die Pflanzen nicht immer säuberlich zurück, sondern wir lassen sie in die Vergänglichkeit gehen. In einem der Gebäude befindet sich das Museum, wo die alten Maschinen von Alfred Vogel zu sehen sind. Der Pionier, der im hohen Alter bei bester geistiger und körperlicher Gesundheit starb, hatte auf seinen Reisen viele Heilpflanzen kennengelernt und daraus seine Medikamente hergestellt. Die Pflanzen dafür werden heute tonnenweise produziert. A. Vogel ist heute ein erfolgreiches Unternehmen. Das immunstärkende Heilmittel aus der Echinacea ist immer noch das Flaggschiff. Eines der Geheimnisse im Garten ist das Gleichgewicht zwischen Nützlingen und Schädlingen. Die Vetters haben für die Nützlinge veritable Erstklasshotels eingerichtet. Ah, schau mal, da hat Schlupfwespe drin. Ganz schön. Ja. Da auch. Da hat es noch Wespe drin. Die haben wir aber letzte Woche in die Neutrie durch, Frances. Durch die Pestizide sind auch viele nützliche Insekten zugrunde gegangen. Eine gefährliche Entwicklung. Es ist schon so, dass es im Garten wichtig ist, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen den Helfern, die Nützlingen und die Parasiten, die auch dazu gehören. Das Schatten wie das Helle, das Licht wie das Dunkel, alles gehört zusammen. Bestimmte Pflanzen werden eigens für die Nützlinge gepflanzt. Die Bienenweide oder Phacelia ist eine davon. Wir denken immer, wir sind sehr gut im Networking. Aber die Natur ist so schnell. Man pflanzt etwas, die richtig ist für diese Insekten und plötzlich sind sie da. Und das finde ich unglaublich. Remo Vetter bearbeitet den Boden jeden Tag mit Geräten aus Kupfer. Das soll die Erde mit Spurenelementen versorgen und hindert das Unkraut am Wuchern. Und es gibt noch andere Vorteile.
Der Gärtner ist oft im Kampf gegen die Natur. Und wir haben eine proaktive, lazy Arbeitshaltung. Das heißt, wir gehen jeden Tag mit einer sogenannten Pendelhacke den Boden kratzen. Wir belüften den Boden, denn ein Boden, der gut belüftet ist, der kann atmen. Speziell nach dem Regen tun wir das. Und auf einem gut durchlüfteten Boden wächst das Gemüse oder wachsen die Blumen und die Kräuter. Das ist sehr wichtig. In seinem Buch über den faulen Gärtner, den Lazy Gardener, beschreibt Remo Vetter seine Methode. Ist der Garten einmal eingerichtet und gepflanzt, braucht er nicht viel Arbeit, weil das Jäten entfällt. Umso mehr kann man die Freuden der Ernte genießen. In diesem Garten in den letzten 27 Jahren dürfte ich sehr viel lernen. Vom Garten, vom Beobachten der Natur. Die Zusammenhänge, die kommen erst nachher. Aber der Natur lernt uns sehr viel hier, als mich selber. Ich habe das Gefühl, der Garten ist für mich ein Lehrplatz. Der Paradiesgarten im Appenzellerland. Ein Beispiel, das Schule machen könnte.